Ja, angekommen am Grimselpass. 700 und noch was Kilometer bis zur Schweizer Grenze. Super Fahrt. Dann nur noch Stau. Zähflüssiger Verkehr. Aber jetzt, 15 Uhr, war ich hier. Passt ja noch. Ich stehe auf der Passhöhe, auf einer Art Campingplatz. Kostet 25 Euro, inklusive Strom, Wasser und so. Ja, schauen wir uns jetzt alles an und dann gehen wir mal ein bisschen hier oben spazieren. Ihr seid dabei. Ganz schön windig hier oben. Aber so sieht dieser Platz von oben aus. Da drüben ist der Grimselpass. Der Betreiber des Platzes ist dieses Berghotel. Hier ist eine schöne Aussicht. Jetzt die andere Seite wieder runter vom Grimselpass. Mache ich dann morgen. Ein paar schöne Fahrzeuge haben wir auch zu bieten. Schönen guten Morgen. Wunderbares Wetter. Und es ist mal Ruhe auf dem Pass. Wie es immer ist, auf jedem Pass ab 18 Uhr bis morgens 9 Uhr totale Ruhe, Entspanntheit. Nur da kommt schon mal ein Motorrad zwischendurch. Oder auch fünf, wenn man sogar gar nicht gebrauchen kann. Ja, so sieht es hier aus. Und dort hinten geht es zum Oberaarsee. Und da geht es gleich weiter hin. Ticket habe ich schon gelöst dafür. Ist eine Einbahnstraße. Immer zur vollen Stunde kann man reinfahren. Und das werde ich gleich um 8 Uhr machen. Und ihr seid dabei. Und hier geht es los. Dort ist der Bezahlautomat. Tagesticket 10 Euro. Man kann auch 2 oder bis 4 Tage lösen, aber das Übernachten ist nicht gestattet dort auf dem Parkplatz. Ja, Wohnmobile reichlich hier. Und hier ist die Zufahrtsregelung. Immer zur vollen Stunde kann man reinfahren, 10 Minuten lang. Immer zur halben Stunde von der anderen Seite wieder zurück. Sollte doch klappen. Hier auf 10 Meter. Für die wenigsten ein Problem. Ja, gleich geht es los. Ihr seid dabei, wie immer. Silence is everywhere, and you're not. I
leider seit neuerem ist das Übernachten hier nicht gestattet, wie schon gesagt. Was für ein super Platz ist es mal gewesen. Aber gehen wir was spazieren hier. Schauen wir uns mal um. Das war der kurze Besuch am Oberaarsee. 8 Uhr bin ich unten losgefahren. 9.30 Uhr werde ich die Rückfahrt antreten. Die Zeit reicht noch für ein kurzes Frühstück. Das hatte ich noch nicht. Der Panoramastraße Oberaar folgen. Mal eine halbe Stunde Fahrzeit haben wir schon den ersten Stopp gemacht. Oberwald heißt dieser Ort. Links abbiegen auf Museumsdorf, Dampfeisenbahn, alles da. War interessant, hat sich gelohnt. Jetzt geht's weiter zum Simplonpass.
ist nun die Passhöhe vom Simplonpass. Sehr einfach zu fahren, der Pass, winterfest ausgebaut, kein Problem. Aber einen schönen Blick zurück hat man nie auch. Bevor diese neue Passstraße gebaut wurde, ging es hier lang. Quasi durch das Gehöft hindurch.